Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute habe ich ein Bier aus Amerika von einer Brauerei, die ihr ganz sicher kennt, allerdings für ihr Pale Ale. Die Rede ist von der Sierra Nevada Brauerei, eine Brauerei, die auch ganz oben auf meiner zu besuchen Liste steht, aus Chico in Kalifornien. Ken Grossman, ein großer Name im amerikanischen Craft Beer Business, und die haben jetzt ein Gose-Style Ale, Otra Vez. Ich befürchte mal, das ist Spanisch und damit spreche ich die Sprache nicht. Wenn es eine andere Sprache ist, bitte klärt mich auf. Und Gose-Style Ale, 4,5 Volumenprozent Alkohol, 11 Grad Stammwürze und ja, zärtliche 5 Bittereinheiten bringt diese Gose mit sich, die da Sierra Nevada gemacht hat. Otra Vez heißt so viel, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise ich habe es auf der Webseite nachgeschaut, wie noch einmal, wieder einmal, so neu aufgelegt. Klingt so ein bisschen nach alten Bierstilen, die ja hinter der Gose letztendlich stecken. Spannend finde ich auch, dass man in diesem Bier Grapefrucht verarbeitet hat, Koriander gehört mit rein und Kaktus. Ich bin sehr gespannt, wie Kaktus schmeckt oder ob man Kaktus überhaupt schmeckt. Wenn also irgendwas da ist, was man nicht so richtig einordnen kann, dann wird es vermutlich Kaktus sein. Hopfen wird nur experimenteller Hopfen versprochen. In diesem Sinne, Experiment, gehen wir es an und schauen mal, was Otra Vez. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, schon die Sprache nicht kennt. Hui, ja, würde man sagen, großes Style auch in der Farbgebung. Das ist sehr hellgelb, strohgelb, ungetrübt. Da ist gut ein Fingerbreit Schaum oben drauf und auch deutlich erkennbar Kohlensäure im Glas drin. Aber wenn ich das Ganze so richtig sehe, so richtig stabil ist dieser Schaum da oben nicht. Nur mal die Nase rein. Also Grapefrucht auf jeden Fall. Salz ist auch mit dabei. Und das ist spannend, das ist eher so, geht so in Richtung saurer Apfel. Auch ein paar erdige Töne mit dabei. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was Gose Style Ale kann. Cheers! Ja, sanft malzig, also eine ganz leichte salzige Note, jetzt nicht zu übertrieben, hat diese Milchsäure mit drin, diese säuerlichen Einflüsse. Grapefrucht ist mit Sicherheit dabei. Aber es ist noch irgendwas im Hintergrund und jetzt überlege ich gerade, ob könnte das Kaktus sein? Also es ist noch irgendetwas so Frucht, ich sage jetzt mal Fruchtgemüsiges im Hintergrund, nicht so intensiv, dass ich jetzt im Augenblick nicht zuordnen kann. Vielleicht ist das der Kaktus, man weiß es nicht. Sind auch ganz leichte Bitternoten drin, die eher so grasiger Hopfen zu sein scheinen. Also ja, es hat durchaus Elemente von einer Gose. Ich vermisse ehrlich gesagt den Koriander ein bisschen im Geschmack. Den haben sie möglicherweise einfach nur vorbeigetragen. Aber jetzt so für mich drängt sich der Koriander da wenig auf. Vom Körper her, große Type, schlank, leicht, ich hätte sogar gesagt, vielleicht sogar ein bisschen verwässert, aber das passt durchaus gut. Jedenfalls auch mit der Kohlensäure, die so nicht zu intensiv ist, aber das, was man hat, ist schon sehr fein, sehr prickelnd, bringt eben diesen erfrischenden Charakter mit. Und hinten raus hat es dann so eine schöne, leichte, frische Säure, ist noch ein bisschen salzig, aber deutlich trockener das Bier. Und
Vermutlich sind jetzt die minus 10 Grad, die es gerade draußen hat, die komplett falsche Temperatur für das Otra Vez von Sierra Nevada, große Style Ale aus Kalifornien. Ich finde es einfach sehr unkompliziert zu trinken, sehr erfrischend, sehr locker, easy cheesy und ist jetzt kein wow komplexes Bier. Deswegen gibt es von ProbierTV 3,5 Punkte für das Otra Vez von Sierra Nevada. Und wenn ihr dieses Bier kennt, dann freue ich mich über eure Kommentare hier bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Bier um 4 hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.